Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und zu einem brandneuen Spiel. Heute rausgekommen am, was ist denn jetzt, 23. Mai. Das neue Paper Mario für die Nintendo Switch. Ich teste alles. Wir gehen rein. Ich habe die Cutscene da am Anfang durchlaufen lassen, konnte man nicht abbrechen. Schneide ich aber aus dem Video raus, das heißt, ihr seid jetzt hier direkt live bei mir. Und ja. Endlich lässt Toadsworth mich einmal allein. Sagt Prinzessin Peach. Ihr seht, die Grafik ist von der Seite, ist... Es heißt ja Paper Mario, es ist halt so, ja, papiermäßig. Unter seiner ständigen Aufsicht machen Reisen gar keinen richtigen Spaß. Gelegentlich möchte ich mir schließlich auch einmal etwas allein ansehen. Bum, bum, bum. Aber irgendwie herrscht eine seltsame Stimmung in dieser Stadt. Also die Prinzessin ist irgendwie ausgebüxt. Hedda, junges Fräulein. Willst du dir nicht was Nettes kaufen? Ich habe die schönsten Waren der Stadt. Wie dieses Prachtstück hier. Ein Kästchen. Och, ist das schön. Was ist da drin? Es heißt, in diesem Kästchen befindet sich die Karte zu einem legendären Schatz. Aber nur jemand, der vollkommen reines Herzens ist, kann es öffnen. Aber sie selbst. Wenn eine wie ich es berührt, passiert gar nichts. Aber wenn du es berührst, Prinzessin Witch, das Kästchen zu öffnen soll sein in der Kirche, okay? Ja, haha, na los, nimm es endlich. Sie nimmt es. Ein kleiner Versuch kann ja nicht schaden. Und die Truhe öffnet sich. Und wir sind bei Mario. Ein Postboten-Cooper. Post ist da. Hey Luigi. Der Bruder von der Mario. Mario, Prinzessin Peach hat dir geschrieben. Ah, ich darf den Brief doch bestimmt vorlesen, ne? Wie reden die Italiener? Keine Ahnung. Alles Gute, mal sehen. Ich muss mir das Spiel schmackhaft machen, weil irgendwie habe ich Bock mal wieder auf so ein Game. Hallo Mario. Ach nee, das ist jetzt Peach. Hallo Mario, ich befinde mich gerade auf einer Reise durch die Provinzen des Pilzkönigreiches. Auf dieser Reise fiel mir eine seltsame Karte in den Händen, angeblich eine Schatzkarte. Ich habe sie in meinem Kästchen gefunden, das mir eine Markfrau in Rohlingen gab. Aber ich wage es nicht, mich allein auf die Suche nach dem Schatz zu begeben. Deshalb möchte ich dich bitten, mich zu begleiten. Ich kürze ein bisschen ab. Die Schatzkarte schicke ich mit diesem Brief. Bitte nimm die Karte und komm hierher. Ich warte. Ich erwarte dich am Hafen von Rohlingen. Ich zähle auf dich. Natürlich, wenn Frau ruft. Ja, tatsächlich, hier Mario, in diesem Umschlag steckt deine alte Karte. Sieh dir das nur an, ne? Ja, okay. Ja, okay. So eine Riesennase. So, ich will endlich zocken! Mann! Ich werde jetzt nach dieser Cutscene dann gleich einmal den Sound lauter machen. Also bei mir kommt es gerade richtig leise auf meinem Headset. Muss ich gleich mal kurz aufstehen, ein bisschen lauter machen. Paper Mario, die Legende vom Äonentor. So, jetzt bitte keine Cutscenes mehr oder so. Oh nein. Prolog. Willkommen in Rohlingen. Ja, kann ich jetzt endlich laufen und kämpfen? Kämpfe werden wahrscheinlich rundenbasiert sein, so wie im Original. Also es ist ein Remake vom Original von vor 100 Jahren auf dem GameCube. Ich bin gespannt. Hey, Meister. Wahrscheinlich Bowser. Der Erzfeind immer. Aufwachen. Rohling ist schon in Sichtweite. Da wolltest du doch hin, oder? Wir legen gleich an. Alles klar für deinen kleinen Landgang. Okay, man sieht noch nicht genau, wer das war. Doch jetzt. Das sind Piraten. Ah ne, das sind wir, ne? Schätze, die Landung hat sich ein wenig verzögert. Tut mir echt leid. Nee, doch nicht, oder? Aber bist du ganz sicher, dass du ausgerechnet nicht vom Bord gehen willst? Reicht dir nicht, was ich dir unterwegs über Rohling erzählt habe? Ja, wer ist das? Was? Am Hafen wartet eine Prinzessin? Ach so. Hä? Okay, das Schiff hat mit uns geredet, oder was? Ah, jetzt sind wir hier. So, ich mach jetzt mal ein bisschen lauter.
So, ich habe ein bisschen lauter gemacht. Also, was können wir hier machen? Wir können laufen natürlich. Kann man runterfallen? Nee, er macht dann... Okay, man kann doch runterfallen. Er gibt einmal kurz eine Chance, wo er so macht. Aber wenn man dann weiter will, kann man runterfallen. Okay, und ansonsten kann man halt hier springen. Mit dem Hammer hauen. Und ja. Wartet mal, kann man hier auch noch was einstellen? HD-Höchigkeit. Nee, weil mir ist die Musik... Ach, mir ist die Musik ein bisschen zu laut. Aber die Geräusche zu... Das ist ein Speicherblock, okay. Also hier speichert man ein Ding. Okay, sehr gut. So, was ist denn, wenn wir jetzt so eine Bombe attackieren? Okay, gar nichts. Das hier ist Rohlingen. Ist das eine Gangsterstadt? Okay. Ja, haben wir schon. Ja, danke. So. Kann man irgendwie... Oh, was ist jetzt? Oh, ich habe echt keinen Bock, diese ganze Leserei, ne? Wir haben dich geschaut. Erzähl uns sofort. So, was ist da passiert? Du kleine Rotznase. Okay, die wollen die irgendwie entführen oder einsacken, warum auch immer. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und wir schreiten natürlich ein und helfen. Was ist hier los? Mit euch gehe ich jedenfalls nicht mit. Bastarde. Ach nee, Bastard. Ist okay. Ich dachte gerade im Mario Kart... Mario Kart Spiel. Mario... Ey, du Schnauzbart! Verpiss dich, du Uhrenkind. Ich mache das extra auch für die jüngeren Zuschauer, damit ihr das versteht. Weil so reden die ja. Oder willst du hier abfacken? Du willst nicht? Dann werden wir dir erstmal eine Lektion erteilen, Junge. Wir gehen auf Mutter. Auf Mutter gehen wir. So, jetzt wird der... Die Kampfbasis hier... Flucht in diesem Kampf... Die Kampfbasis aufgebaut. Jetzt beginnt ein Kampf. Du musst diesen Kerl auf alle Fälle schlagen. So, und jetzt kommt halt das Rundenbasierte, denke ich mal. Im Kampf kannst du Sprung und Hammer einsetzen. Okay. Also, oben sind die Leben. Wir haben 9. Die Blume hat... Aber das ist das Mana da oben, so quasi. Wir können jetzt Hammer. Wir können Items einsetzen. Taktik. Sprung. Wir machen jetzt mal Sprung auf diesen Typen. Ne, wie früher die Final... Oh, scheiße. Ich konnte da noch was drücken, um dann irgendwie einen Zusatz... Damage zu machen. Ich glaube, ich habe es auch geschafft. Dornochse. Boah, er gibt mir direkt einen 1-HP-Hit. So, jetzt nehmen wir mal den Hammer. Bewege nach links und lasse los, wenn Stern aufleuchtet. Bewege nach links und loslassen. Okay. Also das ist so ein kleines Minispielchen bei jedem Angriff irgendwie. Gleich hast du ihn. Jetzt greift er wieder an, gibt mir wieder einen One-E. Eigentlich hat beides gleich viel Damage gemacht, oder? Was kann man hier machen? Okay, haben wir nicht. Taktik. Wir können jetzt verteidigen, dann würden wir wahrscheinlich weniger Schaden bekommen, aber dann können wir halt nicht angreifen. Flucht ist gerade nicht möglich. Wir nehmen nochmal den Hammer. Bam, geben ihm wieder 2. Und haben ihn besiegt. Und haben irgendwie Sternpunkte bekommen. Wofür die auch immer sind. Geschafft, ja, Sternpunkte. Sternpunkte sind diese kleinen Dinger hier. Bing, 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 bing. Dort oben werden die Sternpunkte angezeigt, die du erhältst. Für je 100 Sternpunkte steigst du ein Level auf. Oh mein Gott. Okay. Oh yeah. Oh yeah. Du bist ziemlich stark, Bruder. Da hilft wohl nur noch. Oh oh. Yo. What the fuck? Habe ich irgendwie eine Special-Attacke oder? Ich sehe gar nichts mehr. Ja, genau, wir rennen einfach weg. Weg hier. Ups. Okay, wir sind weg. Die checken nicht, dass ich überhaupt gar nicht mehr da bin. Halt! Dann sind wir nochmal gut weggekommen, ne? Ja, danke.
Ohne dich hätte ich nicht so leicht fliehen können. Und das ist deine ganz persönliche Belohnung. Wie, das war's? Ich dachte, ich krieg was. Ich heiße Grumbrina und bin im fünften... Was? Toll. Und du, wer bist du? It's me, Mario. Du bist dieser Berühmte, dass ich dich hier treffe. Ich bin gerade erst angekommen. Ja, bin ich auch erst. Da hinten werden welche verprügelt. What the fuck? Also die Stadt ist sehr unheimlich. Also Berlin irgendwie. Okay, alle suchen den Schatz. Oh oh. Bist du das, Mario? Ach! Großvater tot. Was für ein glücklicher Zufall. Wer ist denn das? Der Großvater von Tod. Immer nur Daumen nach oben. Was? Ja, immer Daumen nach oben und weiß sofort. Wieso spricht Mario nicht? Also. Ja. Hutzi, hutzi. Oh, Peach wurde entführt. Wie immer. Ja, wir klicken uns hier mal durch, ne? Ich kann es irgendwie leider nicht schneller machen. Ah, okay, da heilt man sich dann wieder, okay. Im Todhaus. So. Ja, ist sie. Ja. Ja, ja und ja. Nein, ist sie nicht. Ach, Mann. Ich will einfach hier zocken. Okay, sie gehört jetzt zu unserem Team. Sie hat anscheinend auch Attacken, die wir dann halt nutzen können. Zuweilen erscheint in der Nähe von Charakter ein Symbol. Drücken Sie im Fall, um mehr über den Charakter oder das Projekt zu erfahren. Okay. Okay, wenn wir das dann drücken. Dann sagt er was. Das ist Gumbo, ein Gumba. Dauernd glaubt er, dass ich. Okay, also es gibt dann irgendwelche Infos von sich. Okay. Ja. Ja. Oh, nenn dich nochmal. Ja, das ist halt mein größtes Problem mit Mario-Spielen oder über Nintendo-Spielen. Es ist so aufgebaut, als wenn es 5- bis 10-Jährige zocken. Aber, das war vielleicht ganz früher so. Wobei, selbst früher brauchten wir nicht sowas. Heutzutage zocken wirklich Jugendliche oder Erwachsene. Es ist einfach so. Und das muss Mario, ja. Das muss Nintendo endlich mal checken. Die Spiele nicht so leicht machen. Ey, ich hab... ja, es gibt ein paar Spiele, natürlich hier die Zelda, die neuesten, oder Mario Odyssey, die vom Niveau her ganz okay sind, aber es ist alles zu kindlich. Oder zu... Ja, nicht zu kindlich, aber guck mal, wie lange hier man drücken muss. Mein Gott, ey, Leute. Man will einfach nur zocken. Ja, und ich bin... Ja. Ich weiß nicht, ob das hier 5-Jährige zocken. Es ist aber leider so ausgelegt, aber ich glaube nicht, dass es viele 5-Jährige zocken, sondern eher ältere. Und wir haben einfach nur Bock zu zocken, Mann. So. Man kann jetzt hier reden. Wir werden jetzt hier aber erstmal safen. Natürlich. Da kann man irgendwie pennen. Das sieht mir aus wie der Item-Shop, aber erstmal nicht. Wir lesen das mal. Das schalte ich halt wie Spaffe, aber wenn immer heftige. Achtung, nicht in diese Angelegenheit verwickelt werden. Hier guckt ihn wieder sehr böse. Halt! Bleib weg! Vorhin hat mich jemand angerempelt und meine Kontaktlinse ist runtergefallen. Boah. Mach jetzt nur keinen falschen Schritt. Ja, ist ja gut. Okay, also da können wir anscheinend noch nicht lang. Oh. Scheiße. Hä?
okay. Also wir können da irgendwie noch nicht lang. Das ist auch cool, wie die Wand umkippt, damit man dann hier einen Blick hat. Aber hier ist irgendwie auch nichts. Können jetzt da nach oben gehen. Gucken wir erstmal mal nach rechts. Was ist denn für ein Hund? Keine Ahnung. Wir gehen mal hier lang. Gibt es eigentlich sowas wie ein... What the fuck? Ey, der hat mir Kohle geklaut! Ich hatte 50... Ich hatte 100 Münzen, ich habe nur 50. Gibt's hier einfach eigentlich irgendwie... Tasche? Journal? Ah, hier gibt's echt eine Karte. Okay. Karte gibt's also auch. Was sind denn das alles hier für... Oh, wer ist er denn? Ololololololololol. Eine Rangerhöhung? Na klar, ja. Ah, okay. Da muss man erst Insignien. Ja, ich hab natürlich keine. Kann ich also noch nicht machen. Was ist das hier? Opa Gumba. Professor Gumbart. Er sieht nichts, oder was? Gumbapsi. Gumberta. Ich weiß selber nicht mehr, wie die heißt. Wie hieß sie denn jetzt nochmal? Gumbelina? Gumbrina. Okay. Voll reingelegt. Ja, 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 wir klicken uns durch. Oh Mann, ich hasse solche Spiele. Wie lange spielen wir jetzt schon? Keine Ahnung, halbe Stunde und 29 Minuten davon das hier. Gelaber. Ein einziger Kampf. Einmal bewegen. Oh, das muss ich überspringen. Scheiße. Weckt mich, wenn es weitergeht. So, endlich. Mein Gott, nur eins. Willst du sie vielleicht ein wenig üben? Nein. Weiter. Oh! Nein, Junge! Ja. So.
Ja, ich würde mal sagen, das war jetzt Part 1. Ja, ich tue mich schwer. Ich tue mich so schwer in letzter Zeit mit neuen Spielen. Vor allem mit Spielen, die mich nicht sofort packen. Die nicht actionreich sind. Die, keine Ahnung. Ich tue mich schwer. Kann das Spiel nichts für. Ja, aber das war jetzt mein Part 1. Ist natürlich am Anfang immer viel gelabert. Ich denke mal, das wird noch gut. Man levelt sich auf, kriegt mehr Attacken. Natürlich auch endlich mal hoffentlich dann irgendwann mehr Kämpfe und so weiter und so fort.